Ich gucke mir das lieber an mit weniger Kommentaren von dir. Na dann freut's mich, dass RTL Plus unten in der Beschreibung extra für dich verlinkt ist. Dort kannst du einfach auf den Link klicken, dir ein Abo machen und alle Folgen komplett gucken, ohne dass ich da zwischen rein nerve. Das war's mit der konstruktiven Kritik. Tschu, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr am Start seid, heute zu einer neuen First Dates Folge. Schnackeln, fackeln nicht lange um den heißen Brei. Ihr freut euch, wenn ich weniger rede, rede ich weniger. Geh mal rein. Ich heiße Gomati. Ich bin sehr, sehr lange Single. Ich dachte gerade, sie sagt, ich bin sehr, sehr langsam, weil sie bewegt sich sehr langsam. Gomati, grüß dich. Heute haben wir eine Rentnerfolge, Leute. Hm? Habt ihr gelesen? Rentnerin. Ich habe das Schwierigkeiten, Männer kennenzulernen, weil ich ein bisschen schüchtern bin und ich gehe nicht an den Männer ran. Na dann heute Attacke, Attacke, Attacke. Hi. Roland. Hallo. Dankeschön. Was für schöne Farben du trägst. Ja, Farben. Wundervoll. Ist dein Herz auch so farbenfroh? Mein Herz, ja. Ja? Ja. Ja, ich lache gerne. Ich möchte gerne auch mit deinem Mann richtig. Ich finde es süß, sie hat sich sehr hübsch gemacht. Ohrringe, Haare, so schön gekämmt, geglättet, wie auch immer. So Lippenstift drauf, es ist einfach süß. Nicht äußerlich, also nicht so falsche Lachen, ich habe keine falsche Lachen. Wie heißt du jetzt? Gomati. Gomati. Ja. Gomati. 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 Wo stammt dein Name her? Aus Indien. Aus Indien? Mhm. Okay. Und was suchst du jetzt? Ich suche einen netten, lieben Partner für mich, für das Leben. Ich möchte gerne auch einen Mann ein bisschen äußerlich gepflegt. Ich möchte nicht mit Piercing oder großer Bart. Piercing. Das so achte ich ein bisschen. Ich heiße Arthur. Bin 70 Jahre jung und komme aus Wuppertal. Boah, Arthur, ich habe ihn jetzt schon ins Herz geschlossen. Und es gibt eine Sache, die ich euch noch nicht verraten habe. Denn ich habe ja das Video schnell angefangen und euch eine Nachricht unterschlagen. Denn hier, Svenja hat geschrieben: Hallo Sedo, ich habe gesehen, dass du auf First Dates reactest. Mein Nachbar hat letztes Jahr bei First Dates mitgemacht und sein Date ist gar nicht gut gelaufen. Ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst. Arthur und Gomati. Wir schauen rein. Auch ein bisschen scherzhaft gemeint, weil ich nicht der Typ bin, der sagt, ich bin jetzt Rentner, bin auch sehr aktiv noch. Ob das Reisen sind, ob das neue Dinge sind, die ich lernen möchte. Ja, geil. Ich suche eine liebe Frau. Sie sollte authentisch sein, das auf jeden Fall, und sich nicht verstellen. Es können durchaus internationale Einflüsse mit reinspielen. Das wäre für mich überhaupt kein Problem. Arthur. Ich bin der Arthur, ja. Das ist Arthur. Hallo. Komm näher. Ja, hallo. Bitte. Hallo, guten Tag. Ich bin der Arthur. Hallo. Ja. Herzlich willkommen. Freut mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Das ist ja so ein Süßer. Ich heule. Also er ist ja so furchtbar süß. Als ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, wow. Jetzt verbringt ihr den Abend gemeinsam. Ja, sehr schön. Und ich drücke euch dafür die Daumen. Ich freue mich. Dankeschön. Ja? Gehen wir in die Bar? Ja. Bitte. Ja, schick ist was anderes, ne? Aber ist okay. Ich find's schick. Also sorry, ich find's schick. So, ihr Lieben. Hallo. Ja. Was darf sein? Hast du Billis? Hab ich auch. Auf Eis? Ohne Eis. Ohne Eis. Ohne Eis. Mach ich gerne. Ja, das ist eine gute Idee. Habe ich schon lange nicht mehr getrunken, aber ist sehr lecker. Machen wir zweimal? Ja, zweimal. Meint ihr auch ohne Eis oder mit Eis? Ich nehme den mal mit Eis. Alles klar. Ja. Das ist eigentlich für Frauen Getränk, ne? Ja. Sehr gut. Das ist mein Lieblingsgetränk. Baileys? Ich finde Baileys so random. Also es ist so nichts Halbes, nichts Ganzes. Es ist irgendwie kein Kaffee, aber auch kein Nicht-Kaffee-Geschmack. Und es ist so cremig und es schmeckt so irgendwie nach Nachtisch. Aber es ist halt ein Getränk mit Alkohol. Bitteschön, danke. Danke. Ja, zum Wohle. Zum Wohle. Prost. Was machst du beruflich oder hast du beruflich gemacht? Ja, ich bin mit 63 in Rente gegangen. Ja. Ich war mein ganzes Leben lang Krankenpfleger.
Krankenpfleger. Ja. Und du, was machst du? Arbeitest du noch? Nee. Ich bin auch Rentner. Ja. Und was hast du gemacht? Ich habe auch diesen fliegerischen Beruf gearbeitet, ja, als Krankenschwester. Und dann war ich in der Modebranche, ja, umgestiegen. Okay. Vermisst du die Arbeit? Eigentlich nicht. Nee. Nee. Ich auch nicht. Doch, nein, in dem Modehaus ja. Ja. Oh, okay. Süß. Jetzt haben wir mal zwei waschechte Rentner hier und die sich mal darüber unterhalten zu hören, ob die ihre Arbeit vermissen. Ich bin mal gespannt, was ich sage, wenn ich in dem Alter bin. Ich muss ja kurz dazu sagen, wenn ich nicht gerade viel gähne, macht mir meine Arbeit ja schon sehr viel Spaß. Das fand ich immer noch am allerwitzigsten, wo ich in einem Video gegähnt habe und ich einen Hate-Kommentar dafür bekommen habe, dass ich gähne. Junge, das hat wirklich meinen Abend versüßt, als ich diesen Kommentar gelesen habe. Auf jeden Fall, ich habe ja das tolle Privileg, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte vor knapp 8 Jahren jetzt schon. Krass. Ja, 7 Jahre. Vor 7 Jahren habe ich von meiner Selbstständigkeit leben können. Ne, aber seitdem ich 12 bin, mache ich YouTube. Und das ist schon krass. Das war schon immer so ein kleiner Traum von mir. Und ich habe mir alles immer mit der Zeit ein bisschen beigebracht. Und bin aber relativ froh, dass inzwischen Dennis mit im Team ist. Und auch noch andere Jungs, Janis und Johnny, die mir auch so ein bisschen Arbeit abnehmen. Aber Leute, ich sag euch ehrlich, wenn ich dieses Video schneiden würde, wäre mindestens genauso cool, wie wenn Dennis das schneidet. Nein, ich bin ehrlich, ich sag ehrlich, ich habe bestimmt auch ein paar Skills verloren. Sehr sympathische Frau, keine Frage. Da gibt es ja auch unter uns Umständen Gesprächsthemen, wenn man den gleichen Beruf erlernt hat und auch zeitweise ausgeübt hat. Ich folge dir. Ja, danke. Unauffällig. Reist du gerne? Ja, ich reise auch sehr gerne in orientalische, arabische Länder. Weil ich selber mal 4,5 Jahre in einem arabischen Land gearbeitet habe, als Krankenpfleger. Ja. Ich habe in einem Dorf im Jemen gearbeitet. Mhm. Und ja, das hatte 2000 Einwohner etwa. Und da war nichts. Krass. Wie kommt man dazu? Also ich kenne viel diese, ich mache ein Auslandsjahr und setze mich dort ein oder ne? Aber dass du da richtig arbeitest 4 Jahre als als Altenpfleger, ist krass. Am Ende der Welt. Da war nichts mit Freizeitvergnügen. Sie ist aber ein bisschen gelangweilt, ne? Also die ist jetzt, ich glaube, sie fühlt ihn nicht. Also ich hatte auch den Eindruck, sie ist ein bisschen schüchtern. Ja, muss man vieles wissen. Ja, kennenlernen. Ja, es hat eine Zeit lang gedauert. Das war nicht so einfach am Anfang. Der redet ja so ohne Komma, ohne Punkt. Einfach passt mir nicht. Erstmal muss man von mir fragen und antworten und eher warten, bis das die andere dran ist. Ne? Schön hier. Nach relativ kurzer Zeit hatte ich das Gefühl, es ist irgendwie kein Interesse da. So habe ich das. Ist auch nicht. Es ist offensichtlich kein Interesse da. Ich glaube, sie sucht doch gerade so ein bisschen so die Nadel im Heuhaufen, wie sie in den Interviews sagen kann, dass er ihr auf den Sack geht. Aber ja gut, wir waren jetzt nicht beim Date dabei. Ne? Das Date geht ein bisschen länger als nur diese 10 Minuten. Aber kann sein, dass er ununterbrochen geredet hat und sie wirklich gar nicht zu Wort gekommen ist und sich dachte, reicht jetzt. Aber wenn mir eine Person erzählt, dass sie 4 Jahre im Ausland gearbeitet hat, aus den und den Gründen, ich wäre begeistert. Ich wäre wirklich so, krass. Wie bist du dazu gekommen? Was hast du da verdient? Wo hast du gewohnt? Wo? Bedeutet, aber ich mag mich vertun, das weiß ich nicht. Er ist ja einfach nur knuffig, ne? Also ihn würde ich ja gerne mal für so ungefähr 10 Minuten in den Arm nehmen. Mindestens. Wo bist du überall rumgekommen? Ich bin jedes Jahr nach Indien geflogen. Ja. Ich war jetzt letzten Monat war ich ja da in Indien. Hast du da noch Familie? Ja, ja. Ich habe noch 6 Geschwister noch. Krass. Finde ich ja sehr interessant, dass du auch 6 Geschwister hast, wie ich auch. Mhm. Ja. Einmal der Pulpo. Ja. Und die Kalbsbäckchen. Ja, danke, vielen Dank. Schön. Schön. Ja, guten Appetit. Ja, danke. Gleichfalls. Dankeschön. Ne? Kannst du kochen? Ja, indisch. Ja, hätte ich jetzt gefragt. Ich habe. Ah,
das ist kein schönes Gespräch. Es ist sehr trocken, sehr stumpf, sehr abgehakt. Sie hat keinen Bock, so diese ausführlichen Antworten zu geben. Buch den Redefluss aufrecht zu erhalten. Scharf oder nicht scharf, doch. Der Arme, ja, er tut mir leid. Er tut mir leid. Oh Mann. Sie ist ja wirklich, also, ein bisschen, Ich habe gemerkt, es kommt wenig. Also habe ich wieder irgendeine Frage gestellt oder habe wieder was anderes von mir dann auch noch erzählt, damit es im Fluss bleibt, das ganze Gespräch. Er ist Krankenpfleger, stand er jetzt. Stand nicht vorhin was mit Altersheim? Oh, ich komme durcheinander, Leute. Du hast ja viel Zeit, wenn du auch in Rente bist. Wenn du nach Indien fliegst und besuchst deine Familie, bleibst du dann länger da? Oder? Mhm. Ja. Am liebsten ein halbes Jahr da bleiben. Stellt auch gar keine Gegenfragen. Also sie will gar nicht, dass das Gespräch funktioniert. Und in so einem Moment frage ich mich so... Okay, du bist in einem Date, du fühlst es nicht, alles schön und gut. Aber anstatt alles abzublocken und dann dieses, man redet gar nicht miteinander zu haben und dieses, man isst einfach nur und es ist eine unangenehme Stille, dann versuch doch wenigstens einen Redeflow zu halten und so diese Person kennst. Ey, es sitzt eine wildfremde Person vor dir. Ist doch interessant, Dinge darüber sie zu erfahren. So, hä? Ich check's gar nicht. Ich habe gar kein Verständnis dafür, wirklich gar nicht. Hast du einen bestimmten Musikgeschmack? Indisch höre ich gerne, immer. Und sonst? Sonst ist es diese Helene Fischer oder deutsche Lieder höre ich sehr selten. Aber was sie hört, was sie mir neulich ins Ohr geflüstert hat, ist den neuen Song von Sedo. Sag mir, ob du schläfst oder es ist schon spät, ja. Sag mir, ob du schläfst oder... Muss ich kurz sagen, liebe Freunde, ich bin geisteskrank positiv überrascht gewesen von eurem Feedback. Wir haben schon über 100.000 Streams auf Spotify, das ist geisteskrank. Dafür, dass ich nicht Hauptfokus Musik mache. Ich bin, danke, wirklich danke, einfach nur danke. Wir machen direkt weiter. Ihr wollt ja keine Werbung, alles gut, wir machen direkt weiter. Boah, Helene Fischer singt Deutsch. Ja, meine ich ja selten. Ja. Die ist sehr fixiert auf ihrer Heimat. Musikgeschmack nur indisch. Nur indisch essen, nur reisen zu der Familie in Indien in dem Fall. Da hätte ich mir doch mehr Flexibilität gewünscht. Kommen wir auch schon mit der Rechnung. Und ich lade dich ein, wenn du einverstanden bist. Sag ja und ja. Dann ist es gut. Okay. Dann stelle ich dir rüber. Das ist eine Sache der Höflichkeit, finde ich. Sehr süß, sehr, sehr süß. Ich hätte sie auch trotzdem eingeladen, glaube ich. Einfach aus Prinzip. Aber ich hätte auch verstanden, hätte er gesagt, ach, komm, lass teilen. Hätte ich verstanden. Hätte ich auf jeden Fall verstanden. Kein Spaß. Hätte ich verstanden. Ja. Dass ich beim ersten Mal die Rechnung bezahle. Dann dürft ihr mir noch einmal schon folgen nach vorne zum Roland. Und ich hoffe, dass ihr noch einen schönen Abend in Köln habt. Keine Ahnung, ich glaube schon, dass er Interesse an mir hat, denke ich mir. Tschüss, Nick. Tschüss, macht's gut. Sie ist halt auch ein bisschen Fan, ne? Bisschen Fan. Tschüss, Nick. Hallo, Roland. Am Anfang, ist euch aufgefallen? Roland. Also ich glaube, sie ist auch einfach so ein bisschen da, weil sie halt die Sendung gerne schaut, ne? Und das ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber du darfst das Ziel nicht verfehlen. Das sagt er gleich. Tschüss. Dankeschön, Roland. Sehr gerne. Sehr lieb. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ich glaube, die hat Crush auf Nick. Ausbaufähig. Ja. Und? Zweites Date? Sagst du? Oder nicht? Ja, ich möchte kein zweites Date. Das war's. Ja. Weil verschiedene Gründe, also du passt mir nicht oder wir passen nicht zusammen. Ja, ich kann das so insoweit bestätigen, dass viele Dinge doch sehr unterschiedlich sind. Genau. Und dann denke ich, das passt nicht. Auf Dauer passt das nicht zusammen. Gut. Ja. Und deswegen
bin ich auch der Meinung, es wird kein zweites Date geben. So random, Digga. So random. Also, sie war ja nicht unhöflich in dem Fall. Was ist denn das richtige Wort für ihr Verhalten? Sie ist auch nicht frech gewesen. Sie hat einfach das Ziel verfehlt. So, sie war einfach stumpf und trocken so. Und das ist halt schade, weil die Person, die ihr gegenübergesetzt wurde, war irgendwie schon ein süßer und ein interessanter Mensch so. Wisst ihr, wie ich meine? Es wurde ja jetzt nicht hier 0815 Kevin von nebenan davor gesetzt und selbst der hat was zu bieten, sondern es war ein richtig süßer Mensch da, der sogar im Ausland gearbeitet hat. Also ist es nicht so, als hätte man nichts rausfinden können. Deshalb, dieses Date kriegt von mir einen Daumen runter, Leute. ich hoffe, von euch gibt es einen Daumen nach oben nach diesem Video und ich hoffe auch, dass ihr morgen wieder einschaltet. Jeden Tag um 14 Uhr treffen wir uns alle hier zum Mittagessen. Ich esse nicht während den Videos, weil ich habe schon mal auf Deckel bekommen von euch, wegen Schmatzen. Also ich esse selten während den Videos, ne? Die Zeit ist vorbei. Aber ich gönne mir mal ein Gläschen Wasser, was zu trinken, was Snacks. Legt euch was zurecht und dann können wir das so eben machen. Jeden Tag, 14 Uhr können wir uns hier treffen und ihr könnt, ey, schreibt mal bitte heute rein, was ihr heute zu essen hattet während dem Video, damit die Leute sehen, die sich nicht um 14 Uhr was zu essen machen, damit die sehen, wie viele Leute sich hier wirklich Essen machen und zum Mittagessen hier gucken. Schreibt mal rein, was es heute zu snacken bei euch gab. Würde mich mal interessieren und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erst eine Woche, perfekt Match aus meiner Gegend. Kasperstraße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.